In diesem Video geht es um das iterative Lösen linearer Gleichungssysteme. Das möchte man besonders dann gern machen, wenn man große Gleichungssysteme hat, die schwierig sind direkt zu lösen. Und solche großen Gleichungssysteme entstehen häufig dann, wenn man zum Beispiel mit der Finite-Differenzen-Methode versucht, irgendwelche Feldprobleme eindimensional, zweidimensional oder dreidimensional zu lösen, weil man eben durch die Diskretisierung mit einem feinen Gitter relativ schnell zu vielen, zu einem Gleichungssystem mit einer großen Anzahl von Unbekannten kommt. So, wie kann man allgemein ein lineares Gleichungssystem aufschreiben, zum Beispiel in Matrixform? Also es gibt eine quadratische Matrix, in der die Koeffizienten von diesem Gleichungssystem drinstehen. Den nenne ich mal a und dann gibt es eben das Element a11 bis a1n. Und auf der Hauptdiagonale geht es bis ann. Und das letzte Element in der ersten Spalte ist dann das an1. Und so gibt es eben n mal n Koeffizienten a in dieser Matrix. So, diese Matrix wird dann multipliziert mit dem Vektor der Unbekannten, den nenne ich x. Also x1 bis xn. Das sind die Werte, die man eigentlich als Lösung dieses Gleichungssystems ausrechnen will. Und dann hat dieses Gleichungssystem noch eine rechte Seite, in der typischerweise die Anregung oder die Quellen drin stehen oder die Randbedingungen. Und die heißen b. Und das ist eben auch ein Vektor mit den Elementen b1 bis bn. So, eigentlich könnte man jetzt auch hergehen und versuchen, dieses Gleichungssystem halt direkt zu lösen, indem man das Inverse von dieser Matrix A nimmt, das von der linken Seite heran multipliziert. Dann ist das Inverse dieser Matrix A mal diese Matrix A ergibt die Einheitsmatrix und die Einheitsmatrix multipliziert mit diesem Vektor X ergibt wieder diesen Vektor X. Also den, den man haben will. Also ergibt sich der Vektor X aus der Inversen dieser Matrix A von der linken Seite ran multipliziert an diesen Vektor B. Und damit wäre das Gleichungssystem eigentlich gelöst. Das Problem ist jetzt aber, wenn diese Matrix eben sehr groß wird, dann wird es sehr schwierig und sehr aufwendig, diese Inverse zu berechnen. Und dann wird es auch aufwendig, diese Matrizenmultiplikation hier hinten auszuführen. Deswegen ist jetzt die Idee eben, das X hier anders auszurechnen, irgendwie direkt auszurechnen. So, um da so ein bisschen drauf hinzukommen, ist es jetzt, ja, kann man sich mal überlegen, eine Zeile aus diesem Gleichungssystem, also eine Zeile mal Spalte ist gleich ein Wert hier mal aufzuschreiben. Und zwar mache ich das jetzt mal für die erste Spalte, da ist das vielleicht noch relativ einfach ersichtlich, was hier passiert. Dann steht da a11 mal x1 und dann hätten wir a12 mal x2. Und so weiter plus a1n mal xn und das Ganze würde dann das b1 ergeben. So, das wäre jetzt das für die erste Zeile mal diese Spalte ergibt, diesen ersten Wert hier. Wenn man das jetzt mal allgemein aufschreibt für die ite Zeile, dann würde da stehen a in der iten Zeile und ersten Spalte wieder mal x1. Das a in der iten Zeile und zweiten Spalte mal x2 plus und so weiter. Das a in der iten Zeile in der n-ten Spalte mal xn ist gleich das b in der iten Zeile oder das ite Element von diesem Vektor b. So, und dieses, das hier kann man jetzt vielleicht auch ein bisschen kompakter als eine Summe schreiben. Und dann würde da stehen die Summe von allen i, ja, und was zählt jetzt hier? Also es zählt von 1, 2 bis n, diese Zählvariable nennen wir mal j und das j läuft eben von 1 bis n, a, i, j mal x, 1, 2, 3 und so weiter bis n, das ist also auch ein x, j muss b, i ergeben. Das wäre das Matrix-Vektorprodukt mit diesem Ergebnis für die ite Zeile ganz allgemein aufgeschrieben. So, und jetzt ist die Idee, dass eben mal in Richtung eines beliebigen x umzustellen, in Richtung eines beliebigen xi umzustellen. Deswegen mache ich mal dieses Punkt, Punkt, Punkt hier weg oder nehme mal hier das zweite Element raus und schreibe für das zweite Element, also das erste Element haben wir
Aber dann würde das zweite kommen, das dritte und so weiter bis zum letzten. Und irgendwo dazwischen würde halt auch mal das Element auftauchen. Also ich mache hier nochmal plus, Punkt, 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 plus. Also das zweite, das dritte und so weiter. Und irgendwo würde mal auftauchen das ite Element in der Zeile, also aii mal xi. Ja, und dann und so weiter plus zum Ende. So, genau in diese Richtung von dem xi wollen wir jetzt mal umstellen. Also in Richtung von dem xi umstellen. Dann sieht man, wir brauchen also alles, was zu dieser Summe gehört, außer das i. Das muss auf die andere Seite rüber addiert werden oder subtrahiert werden. Und am Ende müssen wir durch das aii teilen. Also 1 durch aii. Und jetzt eben das bi minus die Summe von j ist gleich 1 bis n, aber eben für den Fall, dass j ungleich i ist, von allen, ja, einfach das hier abgeschrieben, aij mal xj und Klammer zu. Das wäre jetzt eine Lösung, wie man auf das xi kommen kann, ne, wenn man den Koeffizient aus dem entsprechenden Gleichungssystem nutzt, aus der Matrix, wenn man die rechte Seite nutzt. Und was man irgendwie dummerweise wissen muss, man muss alle anderen Lösungsvariablen kennen oder alle anderen Lösungen dieses Gleichungssystems kennen. Dann könnte man das x hier direkt bestimmen. Jetzt wird man die typischerweise nicht kennen, aber man kann ja da erstmal irgendwelche Lösungen annehmen, zum Beispiel, dass die alle 0 sind und dann ein xi ausrechnen. Und dann macht man das iterativ so lange, bis die Lösung irgendwie konvergiert und man irgendwie zu einem vernünftigen Ergebnis kommt. Also wir werden jetzt diese Gleichung hier nehmen und werden irgendwie darüber iterieren. Also das Ganze mehrfach machen. So, und für diese Iteration gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Das erste wäre die sogenannte Jacobi-Methode. Die ist benannt nach Carl Gustav Jacobi, einem deutschen Mathematiker. Und der hat diese Gleichung jetzt letztendlich relativ direkt genommen und hat gesagt, wir können das xi vom Karten-Iterationsschritt, also die Iteration hier läuft über eine Variable k, eben genau mit dieser Gleichung ausrechnen. Also aii, dann diese Klammer, das bi und genau diese Summe von j gleich 1. Das j muss ungleich i sein, bis n, die aij aus dem Gleichungssystem und das Ganze multipliziert mit dem j x, aber eben aus dem vorherigen Iterationsschritt, aus dem Iterationsschritt k minus 1. So, das ist die sogenannte Jacobi-Methode. Die ist jetzt relativ straightforward, die ergibt sich halt direkt aus diesem Gleichungssystem. So, jetzt haben noch ein paar andere Leute, nämlich Herr Gauss, also Karl Friedrich Gauss und ein Herr Seidel, Ludwig Seidel, noch eine zweite Idee gehabt. Die ist dann eben als Gauss-Seidel. Methode bekannt. Die haben die Idee gehabt, wir könnten doch den Karten-Iterationsschritt für das xi mal ausrechnen auf genau die gleiche Art und Weise oder fast genau die gleiche Art und Weise, indem wir diese Summe hier mal so ein bisschen aufsplitten und sagen, naja, wenn wir halt erstmal nur von j bis i, von j gleich 1 loslaufen, aber eben nicht bis n, sondern erstmal bis i minus 1. Also von j gleich 1 bis i minus 1. Für alle i und j. Dann, und wir rechnen das hier für das ite x aus, dann wissen wir ja alle davor schon. Ne? Also wenn wir das meinetwegen hier für das dritte x ausrechnen, dann kennen wir das erste und das zweite x schon. Das haben wir in diesem Iterationsschritt schon ausgerechnet. Also können wir hier den aktuellen Iterationsschritt nehmen, weil wir diese Werte ja schon kennen.
Und nur für die, die danach kommen, also das vierte, das fünfte und so weiter, da müssen wir halt die älteren Iterationswerte nehmen. Und da können wir dann das J einfach loslaufen lassen bei i plus 1. Jetzt nehmen wir alle anderen bis zu n. A, i, j mal x, j. Und hier müssen wir jetzt eben den vorherigen Iterationsschritt nehmen. So, das hat dann den Vorteil, dass man also so wie hier oben, den alten Iterationsschritt und die neuen Iterationsschritt, die müsste ich ja hier irgendwie separat voneinander abspeichern. Das muss ich hier nicht machen. Ich kann einfach die alten Werte mit den neuen Werten überschreiben und muss diese alten Werte hier nicht separat abspeichern. Ne? Man überschreibt die einfach und deswegen ist das Ganze am Ende ein bisschen leichter zu programmieren. Also interessant, dass sich Leute im 19. Jahrhundert schon Gedanken darüber gemacht haben, wie was vielleicht einfacher zu programmieren sein könnte, obwohl noch gar nicht der Computer erfunden war. So. Jetzt könnte man sich halt fragen, naja, diese Jacobi-Methode und die Gauß-Seidel-Methode, die sind ja irgendwie ziemlich ähnlich, wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt. Also Herr Jacobi und Herr Gauß, die waren Brieffreunde, die haben sich natürlich über ihre Forschung irgendwie ausgetauscht. Und der Herr Seidel war sozusagen sogar ein Schüler vom Herrn Jacobi. Naja, ist klar, dass die dann auch irgendwie ziemlich ähnliche Sachen gemacht haben. Ein bisschen neuer ist noch eine Methode, die ist als Überrelaxationsmethode bekannt. Und die sieht folgendermaßen aus. Wir nehmen im Prinzip genau das, was hier steht, und nehmen mal den Wert für das XI, also für das, was wir hier ausrechnen, das nehmen wir mal in diese Gleichung hier wieder mit rein. Um ein bisschen Platz zu schaffen, fange ich mal hier vorher an zu schreiben. Also es geht wieder darum, das XI zum k-ten Iterationsschritt auszurechnen. So, dieser Teil hier am Anfang, 1 durch diesen Koeffizient, das BI, das ist einfach abgeschrieben. Diese erste Summe hier, die ist auch abgeschrieben. Von j gleich 1 bis i minus 1 aij mal xj schon von diesem neuen Iterationsschritt. So, und in diese Summe hier, die lassen wir jetzt bei j gleich i anfangen. Also von j gleich i bis n. AIJ, die Koeffizienten mal XJ. No, jetzt brauchen wir halt den alten Iterationsschritt. So, und jetzt rechnen wir ja sozusagen hier in dieser Summe das A, also wenn das J bei I anfängt zu zählen, rechnen wir das AII mal XI vom alten Iterationsschritt, rechnen wir hier irgendwo ab, geteilt durch das. Und das AII und das AI hier an der Stelle, die heben sich genau gegenseitig auf oder die kürzen sich weg. Ne, sodass hier sozusagen, wenn wir jetzt in diese Summe das mit reinschreiben, ein XI zur k-1. Iteration hier abgezogen wird. Also, wenn wir alles richtig machen wollen, müssen wir das jetzt am Ende einfach nochmal mit dazu rechnen. Das XI vom k-1. Iterationsschritt. Ne, das von hier nach hier wird das einmal abgezogen. AII und AII kürzen nicht weg. Wenn wir es hier einmal abziehen, müssen wir es am Ende noch einmal drauf rechnen. So, und jetzt hat man so eine Gleichung. Wenn man da mal scharf drauf schaut, stellt man fest, wir können eben das XI zur k-ten Iteration ausrechnen aus dem xi zur k-1. Iteration, also den aktuellen Iterationsschritt aus dem vorherigen Iterationsschritt, plus, naja, plus irgendwas. Und dieses irgendwas hier, das kann man jetzt sich denken als einen Korrekturterm. Na, das ist ein Korrekturterm. Der sagt, aus dem vorherigen Iterationsschritt muss irgendwie was dazukommen oder muss was weggehen, damit ich den neuen Iterationsschritt bekomme.
Und der Trick besteht jetzt darin, diesen Korrekturterm hier noch mit einer Zahl zu multiplizieren, mit einem Relaxationsparameter. Der wird meistens mit R bezeichnet und das ist einfach eine Zahl. Ja, und diese Zahl liegt so typischerweise zwischen 1 und 2. Also wenn man da als 1 die 1 wählt, dann hat man überhaupt gar keine Überrelaxation. Dann ist das eigentlich genau das gleiche wie diese Gauß-Seidel-Methode. Und wenn man dieses R jetzt hier ein bisschen größer wählt, also zum Beispiel 2 wählt, auf den Wert 2 wählt, dann ist die Idee, dass ja, man diese Korrektur hier eben ein bisschen stärker bewertet und das Ganze dann schneller konvergiert und man weniger Iterationsschritte braucht, um dieses Gleichungssystem hier oben halt iterativ zu lösen. Ein Problem an der Sache ist, es ist vorher nicht so richtig klar, welchen Wert man wählen muss, damit das gut funktioniert. Also je größer man den wählt, je größer man das R wählt, also zum Beispiel dichter man an die 2 dran geht, desto schneller ist die Idee, so funktioniert das. Die Gefahr kann dabei aber auch sein, dass das Ganze halt instabil wird. Also dass man sozusagen ständig überkorrigiert und deswegen ja, zu viel drauf rechnet, dann wird zu viel abzieht, dann wird zu viel drauf rechnet, zu viel abzieht und das am Ende trotzdem nicht schneller konvergiert, diese Lösung dieses Gleichungssystems. Also ist das Ganze so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Vorteilhafte Werte für R sind schwierig zu finden, meistens nur durch Probieren. Und ja, also wenn man in der Praxis sowas wie 1,5 R benutzt, kann man meistens nicht so wahnsinnig viel verkehrt machen.